Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir könnten sagen, dass wir in diesem Evangelium, in dem wir diesem alten Simeon begegnen, das Ziel der Weihnacht finden. Dieser Mann wird uns beschrieben als das, was wir heute vielleicht mit einem etwas abgegriffenen Begriff bezeichnen würden, als einen geistlichen Menschen. Zutiefst geistlich. Er ist gerecht, er ist fromm und Gottes Geist ruht auf ihm. Das sind seit jeher die Kennzeichen von Geistlichkeit, von Spiritualität. Was er sagt, ist ganz durchdrängt von Israels Hoffnung, von den Psalmen, von den Propheten, wie es der Auferstandene selber seine Jünger lehren wird, damit sie verstehen, wer er ist, neu verstehen. Denn auch das heißt ja geistliches Leben, dass wir ihn immer, jeden Tag neu verstehen lernen. Aber das hat Voraussetzungen. Simeon hat diese Voraussetzungen. Und die Frage ist, ob wir sie noch mit ihm teilen. Ob uns also wirklich an Weihnachten noch einmal neu die Augen aufgehen können und zugleich Weihnachten zu einem neuen Beginn wird, ausgespannt zu sein. Denn wir können ja nicht einfach sagen, jetzt ist er endlich da. So, und dann kommt so eine merkwürdige Zwischenzeit, dann ist er dann doch wieder weg und dann stirbt er und dann ist Ostern und dann ist er nochmal wieder weg und dann fangen wir wieder an zu warten. Wir müssen immer neu ausgespannt bleiben auf ihn und gleichzeitig wissen, dass er immer bei uns ist. Wenn wir jetzt morgens in der Oktav den Psalm 98 singen, diesen klassischen, wenn man so will, Weihnachtspsalm, dann mag man es zunächst erschütternd finden, dass er in der Neuordnung der Liturgie im Stundengebet keinen Platz mehr gefunden hat in der Weihnachtsliturgie. Man hat ihn wie ein Messer ein bisschen abgeschoben, da wo er auch schon immer war. Viderunt omnes finis terre ist das große alte Graduale der dritten Weihnachtsmesse. Weil es ja Weihnachten immer um das Schauen geht, um das Sehen, um das Erkennen. Deshalb singen wir dem Herrn ein neues Lied, wie es der Psalm sagt. Weil er sein Heil offenbar macht. Er macht es bekannt. Er behält es nicht für sich. Und er enthüllt es vor den Augen der Völker. Der Psalm sagt, er gedachte seiner Huld und seiner Treue zum Hause Israel, ja, aber gleichzeitig sollen alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes schauen. Wie tief Simeon von solchen Worten erfüllt ist, dass er selber neue Worte hervorzubringen vermag. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heidenvölker erleuchtet, eine Herrlichkeit für unser Volk Israel. Wir erfahren in der Liturgie, wenn wir ihr denn wirklich folgen, wenn wir sie durchdringen und wenn wir sie leben, was der Resonanzboden ist für geistliches Verstehen. Was der Resonanzboden ist, der fruchtbare Boden für einen Simeon. Und es ist nicht umsonst, dass genau diese Kantika aus dem Lukas-Evangelium, die alle mit der Kindheitsgeschichte verbunden sind, tief, tief fest implantiert sind im Gebetsschatz, im täglichen Gebetsschatz der Kirche. Wenn wir heute zuweilen schmerzvoll sehen, dass es mehr oder meistens weniger intellektuelle Spasmen gibt in der Kirche, als müssten wir alles neu erfinden. Das sind kurzweilige Zuckungen, denen man dann erliegt, meistens in einer längerfristigen Ohnmacht. Dann sehen wir, was uns verloren gegangen ist. Wir sehen auch die Frucht dessen, wenn man die Liturgie Technokraten und Sessen sie selbst im Vatikan überlässt. Nein, liebe Schwestern und Brüder, Liturgie muss zwar geregelt werden, aber in allererster Linie muss sie gebetet, gelebt und gefeiert werden. Was tut der greise Simeon im Tempel, wenn er sich stets im Tempel aufhält? Warum kann er von diesen zahllosen Kindern, die da in den Tempel gebracht werden, diesen einen erkennen, wo dann selbst seine Eltern überrascht sind, was von diesem Kind gesagt worden ist? Doch nur, weil er das lebt, weil er es feiert, weil er sich durchtränken lässt
von dem, was fruchtbar ist, von Gottes Wort. Und es nicht nur aufsagt, sondern es durchdringt, dieses Wort feiert, weil er gerecht, fromm und geistvoll war, weil er so war, wie wir werden sollen.